So, die Zwiebel kommt raus. Brauchen Sie jetzt noch ein bisschen Butter? Ja, weil jetzt kommen die Äpfel dran. Also diese Kombination. So viel? Ein bisschen mehr, darf schon sein. So, ist gut, ja. Das kenne ich eigentlich nur so zu Leber, Äpfel mit Zwiebel zusammen. Ja, das ist kenne ich auch Berliner so. Berliner Art oder irgendwie. Hm. So, und das schmelzen wir kurz auf. Ja. Und dann kommt hier nicht viel, so brauner Zucker. Ja, so eine gute Messerspitze. Aha. Damit das so ein bisschen. Ist das zum Karamellisieren? Karamellisieren. Ah, aber sehr bescheiden. Ja, nicht zu viel. Naja, ne? Ein bisschen noch etwas großzügiger. So. So. Nein, so. Jetzt. Und die Äpfel? So. Und jetzt kommen schon die Äpfel dazu. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen viel Äpfel gemacht. Ja, aber muss ja nicht alle nehmen. Nehmen wir auch nicht alle rein. Nein. So. Und Apfelsaft. Wie gleich, die müssen ein bisschen, müssen sie so an, so damit wir alle Platz haben. Ja. Das reicht, ja, glaube ich. So. Aber am Schluss kommen dann die Zwiebeln wieder dazu. Die kommen dann wieder dazu, das machen wir gleich. Jetzt drehen wir die auch mal ein bisschen um. Ja. Das ist schön, wenn man so, das ist ein Boskop, ja, wenn sie so eine rote Farbe haben. Das ist dann nachher zu nehmen. Mich wundert, dass Sie die mit Schale nehmen. Ja, der Boskop ist ja ein ziemlich weicher Apfel. Ja. Und das stabilisiert ihn so ein bisschen. Ach so, dass er nicht, Sie wollen nicht, dass das zerfällt. Nee, so ein ganz leicht. Schon, dass man die noch sieht. Ein bisschen al dente darf er haben. Ja. Und so, das geht nämlich auch ziemlich schnell. Sehr schön. Da muss man sich auch nicht so lange mit aufhalten, weil jetzt kommt ja der Apfelsaft dazu. Aha. Soll ich mal was? Ja, so 120, 125 Milliliter. Okay. So. Das sieht schon sehr gut aus. Das ist jetzt so 125. Gut. Das ist okay. So. Jetzt, ich stelle das ein bisschen höher jetzt. Ja. Und jetzt kommen die schon dazu. So. Das ist ja toll. Das ist jetzt aber nur so eine Art Beilage. Naja, das ist so die Grundlage, also das Bett, in dem sich der Zander eigentlich... Aber es gibt noch was dazu, ein Zander. Ja, da kommen wir gleich zu, aber es ist immer, das muss man vorher machen, weil der Zander, der geht sehr schnell. Ja. Jetzt tue ich auch schon den Apfelsaft dazu. Ja. Und jetzt braucht das ein bisschen, bis das so... Und das zusammenkocht. Und der Apfelsaft verkocht praktisch. Ja. Und in der Zwischenzeit machen wir was anderes. Da habe ich hier eine Chilischote. Ja. Wo war das kleine Messer? Das kleine Messer ist da. Und da schneidet man so den Deckel ab. Und so kleine Ringe. Also man muss aufpassen, dass man das Allerschärfste vielleicht ein bisschen trennt. Und danach die Hände waschen. Denn wenn man dann mit den Fingern in die Augen kommt, das kennen wir. Ja. Das ist unangenehm. Ah ja, das Innere raus. So ein bisschen darf dabei sein, aber nicht alles. Ah, ja. Und schneidet dann in solche Ringe. Ja. Und das kommt zu den Äpfeln? Das kommt dann dazu. Wenn Sie merken an meinem Tonfall, dass ich sehr überrascht bin. Ja, das ist natürlich, wenn das ein bisschen runter ist, dann kommt... Das darf aber so köcheln, oder? Ja, ja. Weil das ja... ich habe es extra ein bisschen hochgestellt, damit es ein bisschen schneller geht. Und der Apfelsaft sich da gut mit vermengen kann. Ja, ja, der soll ja verkochen praktisch, ne? So, wenn das ein bisschen zu viel... Saft gibt, kann man ein bisschen abschöpfen. Ja, ja, dann nimmt man einfach die raus, die Äpfel mit den Zwiebeln. So. Toll. Dann kann man schon für die Panade vorbereiten. Das ist also ein Eiweiß. Ja. Habe ich schon vorbereitet. Ja. Und schlägt das so ein bisschen auf. Soll ich den Fisch schon mal? Nee, noch nicht. Der ist noch im Kühlschrank. Ja. Ne? Ah ja. Der Fisch kann auch schon raus. Den kann ich bringen. Muss man noch waschen. Und ein bisschen. Einmal drunter halten. Sie waschen ihn jetzt? Ja. So. Das geht ganz schnell. Wie heißt das immer beim Fisch? Säubern, salzen, säuren. Ne? Dreimal S. Ja. So, jetzt trocken tupfen. Ja. Jetzt haben wir das ganze Wasser dran.
Und so, sehr schön. Kommt da schon. Da ja. Hast du so viel so. Rein. Der sieht aber toll aus. Und jetzt Zander. Nasse Hände, Moment. Wir haben, ja, ich habe auch ein Handtuch. Nehmen wir ein bisschen Salz, das war da. Salz, ja. Salzen, säuern, säubern, das haben wir gemacht. Salzen, säuern. Dann so. Kommt jetzt Zitrone drauf, oder? Ja, das haben wir hier schon ausgepresst ein bisschen. Ja. Kann man noch ein bisschen so einreiben, ja. Ein bisschen einmassieren. Kochen Sie auch für sich allein? Ja. Auch. Häufig. Und für Freunde? Ja. Und für meine Frau? Und für Ihre Frau. Die ist, selbst kocht die nicht. Oder sie findet langsam Geschmack dran und fängt an, auch zu machen. Aha, aha. So, den lassen wir mal kurz noch beiseite und kümmern uns da wieder drum. Sollen wir mal die Pfanne heiß machen da hinten? Mhm. So, jetzt. So, ich tue mal die Sachen, die wir nicht mehr brauchen, tue ich mal ein bisschen weg. Die Äpfel sind eigentlich ganz gut durch. Dann merkt man, dass sie weich sind. Ah ja. Aber sie bleiben doch, das sehe ich schon, anders als wenn man das so für die Leber macht, da zerfallen die ein bisschen. Und sie sind hier doch noch. Ein bisschen al dente ist ja, immer ja, schön. Ja. Jetzt tue ich hier ein bisschen, also etwa einen Teelöffel davon noch Zitrone, dazu. Zitrone, ja. Und eine gute Prise Salz. Ja. Und jetzt kommt der schwarze Pfeffer. Wo haben wir den? Aus der Mühle, da hinten. Die Alfredissimo-Mühle, ja. Ja, ja. So. Ich habe es auch gern, dass sie so ein bisschen grob eingestellt ist. Nee, und der schwarze ist besser. Der weiße, der bringt irgendwie nicht den richtigen Geschmack. Ja, ich habe mehr und mehr benutze ich nur noch schwarzen. Ja. Ich bin auch, also ich finde irgendwie, der ist knackiger. So, und jetzt kommt die Chili dazu. Aha. Sie sagten, Sie kochen für Gäste. Kochen dann die Gäste auch mit so? Oder, nee, oder sind die sitzen bei mir am Tisch. Die kommen erst, wenn es fertig ist? So gut wie fertig ist. Ja. Manches, also ich bereite alles vor und dann muss ich noch ein bisschen warten. Aber gegessen wird auch in der Küche? Ja, sodass, ich habe kein Esszimmer, aber das ist ja eine gut. Große Küche. Das ist doch viel besser, weil dann kann man ja auch noch weiter verschiedene Sachen machen, wenn die Gäste schon am Tisch sind ja. Und man ist trotzdem dabei. Ja, diese früheren sogenannten Frankfurter Küchen, wo man gesagt hat, die muss klein sein, damit die Hausfrau nicht so viel geht, das war absurd, denn ja. Die Hausfrau war immer weg. So, jetzt brauchst du noch ganz schnell die Panade machen. Was ist das? Das ist hier geriebene weiße Mandeln. Ah, und das ist natürlich raffiniert. Hier was rein. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, das kommt ungefähr hin. Geriebene Mandeln. Und dann kommen Kräuter dazu, deswegen heißt das Kräuterzander. Kräuterzander. Was ist da drin? Das ist Dill. Dill. Ja. Hm, das riecht schön. Haben Sie eigentlich aus der russischen Küche, Sie waren ja lang mit Vera Tschechowa verheiratet. Ja. Und da gab es ja die berühmte Olga Tschechowa. War das die Mutter von der Vera? Nee, das war die Großmutter. Die Großmutter, Olga Tschechowa. Von der habe ich auch viel gelernt. Das war russische Küche, oder? Ja, hauptsächlich. Ja. Ja, ja. War sie eine Köchin? Hat sie gekocht, die Olga? Die hat wunderbar gekocht. Ah. Und die hat das gemacht, die konnte die schnellsten Gerichte. Das kam im Pelzmantel in die Küche, legte den ab und nach 20 Minuten war das Gericht fertig. Toll. Das aber Großmütter ja, sind ja... Ja, aber das ist nicht immer, bei Schauspielerinnen ist das ja nicht so selbstverständlich. Ne? Mhm. Also da war jetzt diese Mandeln und Dill und... Je drei Löffel ja, und Petersilie. Petersilie, ja. So, jetzt rühre ich das einfach mal so durch mit der Hand. Schön. Ich glaube, es kam noch ein bisschen von den Mandeln dazu. Ja. So. Und jetzt machen wir da mal... Da ist an, die ist schon an. Ja, und dann ja. Machen wir... Öl? Nee. Butter? Butter. Etwa so 40 Gramm, sowas. Ja. Und da kommt dann gleich ein Spritzer von dem Walnussöl dazu. Jetzt gleich? Ja, weil sonst wird die Butter schwarz ja. Oder so. Ja. Ja, das ist gut. Das mache ich auch immer. So, das habe ich. Die ist schon heiß. So. Und jetzt wende ich den Zander in diesem Gemisch hier. Ja. So. Ja. Ah ja, und der kommt dann da rein. Kommt dann da rein. Schon soweit? Ja. Gut. Oh, toll. Ah, das ist natürlich fantastisch, diese
Kräutermischung ja, mit den Mandeln, das muss gut schmecken. Das ist nicht die Brösel, sondern... Nein, eben. Ja, viel feiner natürlich. So. Sie waren ja mal auf einem Fischkutter, fällt mir ja. nur ein, weil ich habe da das gelesen. Da musste ich gezwungenermaßen kochen, ja. weil der Koch erschien nicht zur Abfahrt. Sie waren eigentlich gar nicht als Koch engagiert. Nee. Wie alt waren Sie da? 19. Ach, und dann mussten Sie für die Mannschaft kochen? Ja, und das war auf dem Fischfang, das war... extrem schwierig, weil wenn Fang war, dann musste ich nämlich mitziehen. Also auch noch helfen beim, ja. beim Fischfang und dann noch kochen. Wenn die, das fertig war, dann haben die gewartet, dass sie alle was zu essen kriegen. Aber ich war nicht fertig und deswegen kriege ich ständig einen an die Löffel. Oh. Und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, doch schnell zu kochen. Schnell zu kochen von damals. Ja. Darf ich das ja. alles so ein bisschen wegstellen? Ich würde sagen, Sie haben so hart gearbeitet, dass wir jetzt, glaube ich, ein Stückchen Wein verdient haben. Mhm. Ich habe mir gedacht, zu dem Zander, und ich mache nachher auch was ganz Leichtes, ja. was Vegetarisches heute mal, einen Weißwein, einen Chablis, 95 Premier Cru, was Feines. Sehr gut. Ja. Habe ich also, ich meine, ne? Wenn bei so einem Fisch kann man auch Rotwein trinken. Ja. Also zu Karpfen würde ich keinen Rotwein trinken, aber zu... Zu so einem Zander, vor allem auch wenn er so gemacht ist und damit, ja. so könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja. ich habe jetzt mal heute einen Chablis ausgesucht. Prost. Schön. Das ist, der Chablis ist ja ein Chardonnay, mhm. aber der schmeckt nicht wie diese buttrigen amerikanischen, kalifornischen Chardonnays. Die sind mir meistens zu holzig und zu buttrig ja. und der ist ganz leicht. Ja, aber der hat was. Ja, ja, der hat was. Der Chablis hat er. So, jetzt darf ich das mal, einmal, ja. während Sie, Sie müssen das wahrscheinlich drehen. Ja. Währenddessen machen wir hier ein bisschen Ordnung. Ich mache, also, ich mache Reibekuchen aus Süßkartoffeln. Das kann ich ausmachen hier. Ja. Reibekuchen aus Süßkartoffeln, dazu, und das ist das, glaube ich, das Ungewöhnliche, eine Mango-Creme, also ein Mango, und zwar Mango mit Creme fraiche und mit sehr vielen asiatischen Gewürzen. Ich habe die Mango, ich habe vorher den Kern rausgenommen und jetzt mache ich das so und da geht das nämlich ganz wunderbar, kann ich das einfach so abschneiden, habe ich neulich gelernt. Weil ich immer rumgefitzelt habe bei der Mango mhm. und nicht gewusst habe, wie ich das so richtig rauskriege. So. Na. Man kann es allerdings, geht glaube ich sogar noch einfacher mit dem Löffel. Ja, ja, das geht. Ja, es geht viel schneller. Wunderbar. Da das sowieso jetzt gleich mit dem Mixer durchpüriert wird, muss man sich ja keine Mühe geben, dass das schön aussieht. So. So. Ja, braucht das noch ein bisschen? Ja. Dann würde ich vielleicht meine Creme machen. Also das war jetzt eine Mango, 150 Gramm Creme fraiche. So. Tja, und jetzt kommen ganz viele... Kräuter, und zwar sehr asiatisch. Nicht Kräuter, Gewürze, meine ich. Eine Messerspitze Kreuzkümmel, Kumin. So, eine Messerspitze Nelkenpfeffer, Piment. Ist wirklich eine wilde Mischung von asiatischen Gewürzen. Kurkuma, da soll man ein bisschen mehr reintun als die anderen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, das macht es leicht ein bisschen muffig. Mhm. Aber die Farbe wird so schön dadurch. Ja. Und Ingwer. Da tue ich gerne ein bisschen mehr rein. So, und dann kommt dieser alte Senf, dieser auf alte Art. Ist das Dijon-Senf? Ja, aber dieser Ancienne, also so heißt der, das ist mit den Körnern. Und ich nehme dann noch einen scharfen Senf. Da gibt es ja von vielen verschiedenen Firmen. Das ist jetzt einer, gibt es also von allen eigentlich. Und da muss man etwas vorsichtiger sein. Da nehme ich auch zwei Teelöffel, aber keine gehäuften. Sonst wird es wirklich sehr scharf. Ein Hauch, wirklich aber nur ein Hauch Zitrone. Ja, Salz.
und Pfeffer. So. So. Und das mache ich jetzt mit meinem. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ah, ich. Was habe ich denn? Richtig, das habe ich noch vergessen. Knoblauch tue ich auch noch rein. Ach, ja. Eine Zehe. Ich liebe Knoblauch. Ja, wenn es, ich liebe es sehr, aber nur als Gewürz. Ja. Nicht so als Todmacher, dass nichts mehr anderes schmeckt. Ja. Ne? Das kennt man ja auch. So in Griechenland machen die das. So. Das ist in der russischen Küche auch sehr gut eingelegten Knoblauch. Ja. Da riecht man nicht danach, aber man hat trotzdem. Das ist doch. So, meine Soße müsste fertig sein. Ich probiere die jetzt mal. Einen frischen Löffel. Und dann können wir, danach mache ich die. Bin zufrieden. Darf ich auch mal probieren? Ja. Sie müssen nicht warten, bis Sie es offiziell kriegen. Ein Hauch Cayenne. Aber sonst ist sie nicht schlecht. Ah, super. Mache ich so ein bisschen. Nur zu den Reiben. Eine sehr ungewöhnliche Mischung, weil durch die Mango kriegt es so ein bisschen das Süßliche und durch den Senf natürlich das Kräftige. Ja. Ich bin ganz, ja. Wollen wir dann, dann kann ich hier nämlich das schon mal ein bisschen wegtun. Also dann. So. Das da. So, hier gibt's Teller. Gut, das tue ich dann gleich drauf. Ja, ich mache uns ein bisschen Platz hier. Ah, ich habe noch was vergessen. Klein gehackte Frühlingszwiebeln. Gott sei Dank habe ich sie noch gesehen hier beim Aufräumen. Zweite Teller. So. So. So, das lasse ich da. Drauf. So, also. Ich mach mal, ich bin sonst gar kein so ordentlicher, ja. Aber damit wir hier essen so, wir können sofort. Ja? Mach ich hier noch wie ist ein bisschen denn das, wenn Sie was Grünes drauf? Zur ah ja, zur Dekoration. Dekoration, genau. Ich mache jetzt halt hier mit diesen feinen Küchen. So, serviert. Oh, das sieht schön aus. So, das machen wir aus. Legen Sie zu Hause. Ja, ich mache mal aus. Legen Sie auf die Präsentation, die Inszenierung. Ja, das wird richtig inszeniert. Ja? Dies fängt bei der Tischdecke an und dem Besteck und die Kerzen, die Kerzenfarbe. Und das machen alles Sie? Die Musik und alles muss irgendwie stimmen. Ah, und was darf Ihre Frau machen? Mir hilft, klein zu schneiden oder so. Nee, ich mache eigentlich alles alleine. Also wenn sie kommt aus dem Atelier, dann ist eigentlich alles vorbereitet. Ah, da bin ich gespannt. Fantastisch. Ah, toll. Die sind doch ganz mild, die Chili da. Die sind gar nicht so scharf. Ja. Also ich hätte noch mehr reintun sollen, ich war etwas vorsichtig. Nein, toll. Ganz toll. Und Sie haben keine, also Sie, ist das, kann man sagen, dass Sie das improvisieren? Nein, Sie haben, also wenn Sie Gäste haben, weil ich habe ja immer Angst, dass ich, wenn ich improvisiere und es kommen Gäste, dass es nicht gelingt.
Naja, ich mache mir einen Plan, was ich kochen will. Und dann gehe ich auf den Markt und manchmal sehe ich was und dann sage ich, ach nee, ich mache lieber das. Sie kaufen aber selbst einen auch. Ja, das ist ganz wichtig für mich. Toll. Super. Schön dazu, ha? Dann werde ich mal mich an Mainz begeben. Mhm. Also Sie sind ja wahrscheinlich kein Vegetarier, ne? Nein. Ich darf Ihnen trotzdem ein vegetarisches Gericht anbieten. Ich habe natürlich auch schon vorgearbeitet hier. Ich habe das ein bisschen vorbereitet. Das sind diese Süßkartoffeln. Ne? Hier sind sie umgeschält und da habe ich eine geschälte. Ich habe das ein bisschen eingepackt, weil es so schnell anläuft. Die habe ich so gerieben und da kommt jetzt rein eine Zwiebel, die habe ich klein geschnitten. Und 4 Esslöffel Mehl. Ja, die Nicht-Fleischgerichte werden natürlich immer interessanter doch. Also eine Menge Menschen essen 2, 10, 3. Ja, man kann ja auch ganz tolle Sachen damit machen. Ja, so. Ja, zum Beispiel sowas ist eben, was ich nicht so gut finde, ist, wenn man Gäste hat, die Vegetarier sind und man gibt ihnen sozusagen nur die Beilagen. Ja. Das finde ich immer ein bisschen lieblos. Also deswegen ist es eigentlich schön, etwas zu machen, was auch eine Art Hauptspeise ist, ja, eben ohne Fisch oder Fleisch. Viele essen ja wenigstens noch Fisch, wenn sie kein Fleisch essen. Ja. Aber man kann gerade in der asiatischen Küche, finde ich, sehr schöne Sachen auch machen, in der thailändischen oder vietnamesischen Küche. Ohne Fleisch. Ohne Fleisch, also ja, auch ohne Huhn und sonst was. Ja, so, jetzt kommt da ein bisschen Cayenne, habe ich ja hier auch vorher. Oh, das ist gefährlich, der ist nämlich ohne diesen Deckel da. Da kommt zu viel rein. Und Nelkenpfeffer, also Piment. Mhm. Da tue ich ruhig ein bisschen mehr. Hieß bei uns zu Hause Neugewürz. Meine Mutter hat gesagt Neugewürz in Österreich. So, Salz und Pfeffer. Darf ich die Pfeffermühle haben? Ja, hier ist die Pfeffermühle. So. So. Jetzt mache ich meine Pfanne. Das kann weg. Soll ich das mal darüber tun? Ja. So, ich nehme normales Sonnenblumenöl. So. Eigentlich sehr einfach. Mhm. Ich habe ja die Feststellung gemacht, dass viele sogenannte vegetarische Gerichte, also fleischlose Gerichte, sind kompliziert, wenn man was Besonderes macht. Ja. Etwas mehr Arbeit als, also außer Pasta natürlich, klar. Ne? So. So, ein bisschen zu groß vielleicht. Man täuscht sich immer. Ja. Ich warte noch einen Augenblick, obwohl die. Das geht schon. Ja. Ich mache für uns 4 Stück, das reicht. Das ist Sonnenblumenöl. Das ist ganz einfaches. Ich mache jetzt viel mit verschiedenen Ölen. Ja, also ich finde, da kriegt man im Geschmack noch einiges wieder bei raus, ob es ein Sesamöl ist oder ein. Ich habe gerade gesehen, dass Sie hatten vorher. Das war Walnussöl. Walnussöl benutzt. Also schon bewusst verschiedene Öle. Distelöl oder so. Ja. Ja, oder Kürbiskernöl. Ja, Kürbiskernöl, das ist was Besonderes. Aber das ist ja weniger so zum Kochen. Nicht zum Kochen, für Salate. Ja, ich nehme es hauptsächlich bei grünem Spargel. Weil grüner Spargel hat ja nicht diese Delikatesse wie der weiße. Mhm. Aber das mit Kürbiskernöl aus der Steiermark, ja, bringen mir Freunde, ja, immer mit. So, eigentlich geht das jetzt alles sehr schnell. Das kann ich wieder wegtun. Hier ist auch Platz. Wo habe ich denn mal? Das geht jetzt toll. Sie leben ja in Berlin, nicht? Ja. Kann man doch auch gut einkaufen. Sehr gut. Schenken Sie sich selbst noch einen, ja, nach? Und mir auch. Der steht da hinten im Eis. Ja, ich lebe gerne jetzt in Berlin schon seit 87, also vor dem Fall der Mauer. Ja. Und habe das nicht bereut.
Augen. Man hat ja dort wunderbare Einkaufsmöglichkeiten. Gerade zum Beispiel auf den türkischen Märkten, wo ich viel kaufe. Ja, ja. Bringen Sie mir zwei Teller freundlicherweise, dann können wir nämlich die schon mal probieren. Großen hier, ja. Tu das mal schon beiseite. Ja. Ups, ist schon ein bisschen dunkel, aber das ist okay. Reibekuchen. Eigentlich ganz einfacher Reibekuchen. Ja. Aber eben das Besondere ist, dass er aus den Süßkartoffeln ist. Ja. Und dass wir jetzt diese. Dass wir diese Creme dazu tun. Aus diesem Mango. Das ist das Ungewöhnliche. Bin ich gespannt. Sie haben es ja schon probiert. Da waren aber die Frühlingszwiebeln noch nicht drin. Und der Chili, glaube ich, auch noch. Ah, und da kommt noch was drauf, natürlich. Ja. Bisschen Dekoration fürs Auge. Muss ja sein, ne? Das Auge isst ja mit. Ich tue das mal so zur Seite, dann kann man selbst dippen. Ich finde immer schöner, wenn man so das nicht schon. Gabel. So, na, dann probieren wir mal. Die sind so kross. Schön kross. Das ist schon gut. Mhm. Und die Soße ist schön. Ja. Probiere ich sofort zu Hause auch. No? Ganz und einfach. Ich bin doch alles ganz schön. Ja. Wunderbar. Gut, man muss noch reiben. Das hatte ich schon vorher gemacht, aber im Prinzip. Und vor allem, wenn Sie mal Gäste haben, die sagen, wir wollen kein Fleisch oder Fisch, kann man als Alternative. Ja.